Der letzte Krieg der Menschheit hat begonnen. Es ist ein Krieg ohne Kriegserklärung. Wrapped up your presents. Ah, perfect timing, because I'm not in the house. Yeah. Birdie's presents got wrapped. My presents, not yours. Whoa, this is definitely the worst storm we've had here so far, isn't it? Oh my goodness, this is the worst storm ever. Poppy got a bit scared, look. Check the collie, it's magic. Kannst du all diese Bilder sehen? Wie die Menschen sterben, wie Kinder von einem Tornado unter der Erde eingeschlossen werden, wie Tag und Nacht Häuser zerstört werden und damit die Menschen leben. Wirst du untätig bleiben und ruhig zusehen? Bist du ein Feigling oder ein Held? Beantworte diese Frage ehrlich für dich selbst. Denn heute siehst du diese Bilder auf dem Bildschirm. Der Moment wird kommen, in dem wir alle Teil dieses Armageddons sein werden. Wenn wir uns heute nicht gegen den gemeinsamen Feind vereinen. Der Feind steht nicht vor unserer Tür. Dieser Feind ist bereits in unserem Haus. Er greift an, rückt vor, foltert und tötet uns. Und wir wehren uns nicht einmal. The sounds that I was hearing was like a war zone. People crying and begging for help. I don't know who's watching. We got hit by a hurricane. I'm at work in Mayfield. And we are trapped. Please, y'all, get us some help. Where were the babies? Right here. One was in this arm and one was in this arm. I never saw my three-year-old because my face couldn't turn that way, but I did see the baby, and he cried, and then he just stopped. So at that time, I thought he was sick. Oh, God, but he wasn't. I never heard my three-year-old say anything. Did Jaleel die in your arms? Dude. Am 4. Dezember 2021 auf der internationalen Konferenz Globale Krise – Die Zeit der Wahrheit wurde die Wahrheit über den gemeinsamen Feind der gesamten Menschheit ausgesprochen. Er überflutet, verbrennt und zerstört unsere Territorien und Häuser. Er tötet uns. In der Zwischenzeit unterstützen die Kollaborateure den Feind und belügen uns, indem sie die Wahrheit über das Klima verschweigen. Wir, die Menschen auf diesem Planeten,
müssen uns jetzt dringend mobilisieren und alle Kräfte der Menschheit vereinen, um uns gemeinsam gegen den Feind der Menschheit zu stellen und unser Zuhause und das Leben unserer Familien und Angehörigen zu schützen. Wir, Menschen, können uns auf niemanden verlassen, außer uns selbst. Wir haben uns bereits an Politiker und Prominente mit der Bitte gewandt, auf der Konferenz zu sprechen und die Menschheit zur Vereinigung aufzurufen, damit die gesamte Zivilisation gerettet werden kann, einschließlich deren eigenen Lebens und des Lebens deren Nachkommen. Nur wenige haben geantwortet. Den anderen sind wir egal. Wir erhoben sie in den Rang von Helden und fast Halbgöttern. Aber sie entpuppten sich als Egoisten, denen das Schicksal der Menschen gleichgültig ist, als Kollaborateure und Verräter an der gesamten Menschheit. Sie hoffen, dass der globale Feind sie verschonen wird. Aber sie irren sich. Dieser skrupellose Feind macht keine Gefangenen, schon gar nicht von Feiglingen und Verrätern. Er ist auf die totale Vernichtung der gesamten Menschheit aus. Wir sind der Meinung, dass die Verantwortung für den Tod eines jeden Menschen in diesem unerklärten Krieg des Klimas gegen die Menschheit bei jedem liegt, der nicht handelt, geschweige denn sich auf die Seite des Feindes stellt. Kollaborateure, Plünderer und Verräter müssen sich für den Tod eines jeden einzelnen Menschen in diesem unerklärten Krieg gegen die Menschheit verantworten. Am 7. Mai 2022 werden wir, die gesamte Menschheit, einen strategisch wichtigen Schritt zum Sieg über den gemeinsamen Feind machen. Wir müssen die volle Kraft unseres Potenzials auf den Feind lenken. Das internationale Forum, globale Krise, wir sind Menschen, wir wollen leben. Wir wenden uns nicht mehr an Prominente oder Politiker. Genug unsere Zeit zu vergeuden. Niemand kann uns helfen. Weder Rambo, noch Terminator, noch irgendwelche anderen Leinwand-Superhelden. Wir wenden uns an die Menschen. Wenn es unter den Prominenten und Politikern Menschen gibt, dann werden sie sich uns selbst anschließen, weil sie Menschen sind. Die Zeit der Helden ist gekommen und der wahre Held bist du. Derjenige, der die Wahrheit in die Welt bringt, der den Feind entlarvt und die Kräfte der Menschheit zu einer vereinten und vernichtenden Faust gegen den Feind mobilisiert. In der heutigen Zeit sind dies die strategischen und wahrhaft heldenhaften und taktischen Handlungen eines jeden von uns für die Rettung der gesamten Menschheit, für die Rettung unserer Welt. Heute verhalten sich viele Menschen wie Feiglinge und verstecken sich vor Angst. Aber es macht keinen Sinn, sich vor einem Feind zu verstecken, der nicht nur alle Menschen, sondern auch unseren Planeten zerstören wird. Wir, die Menschheit, haben den einzigen Ausweg. Wir müssen uns vor unseren Knien erheben und dem Feind entgegentreten. Aber der Feind ist so global, dass nur die gesamte Zivilisation ihn besiegen kann. Jetzt ist die Zeit kostbarer als je zuvor. Jeden Tag erleiden wir ungeheure Verluste. Wir verlieren unsere Territorien, unsere Häuser und Leben unserer Lieben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir uns vor den Knien erheben und anfangen zu handeln, und zwar heute. Jetzt sofort, damit wir alle ein Morgen haben. Deshalb laden wir am 7. Mai 2022 alle aufrichtigen und besorgten Menschen zu dem internationalen Forum
globale Krise Wir sind Menschen. Wir wollen Leben ein. Liebe Wissenschaftler und Experten, wenn Sie bereit sind, die Wahrheit zu sagen, machen Sie mit. Augenzeugen von Klima- und Umweltkatastrophen, schließen Sie sich uns an. Diejenigen, die die Grausamkeiten des Konsumformats aus erster Hand kennen, wie menschliche Sklaverei, Flüchtlingsprobleme und wie Lügen vertuscht werden, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wer, wenn nicht Sie, wird die Wahrheit sagen? Wir können nur überleben, wenn wir uns zusammenschließen. Vereinen kann uns nur die kreative Gesellschaft. Wir alle wissen, dass das konsumistische Format uns nur spaltet und ausbeutet. Jetzt müssen wir mehr denn je die Wahrheit sagen, sonst wird es für uns alle womöglich kein Morgen mehr geben. Wir wenden uns jetzt persönlich an dich. Wenn du ein Mensch bist, wenn du ein Held bist und bereit bist, für das Leben der gesamten Menschheit zu handeln, dann mache allen, die du erreichst, bewusst, dass das Überleben von uns allen und unserem Planeten von jedem von uns abhängt. Wenn du nicht gleichgültig bist, wenn du ein Krieger, ein Kämpfer, ein wahrer Mensch bist, dann informiere. Schicke dieses Video an alle und sprich über die kreative Gesellschaft. Sei in den Reihen der Helden, derjenigen, die jetzt an der Front sind. Dies ist unsere gemeinsame Sache. Ich appelliere an alle, in denen Menschlichkeit, Gewissen und Ehre trotz des konsumistischen Formats noch leben. Wir stehen vor der größten Schlacht in der Geschichte der Menschheit. Wir müssen unsere Welt vor der drohenden Zerstörung bewahren. Eure unsterblichen Taten von heute werden für immer in den Herzen eurer Nachkommen weiterleben. Gemeinsam werden wir unseren Planeten verteidigen. Gemeinsam werden wir den seelenlosen Feind besiegen. Wir werden standhalten. Der Sieg wird unser sein. Am 7. Mai 2022 wird es eine Online-Übertragung auf Tausenden von Kanälen geben, mit Simultanübersetzung in 100 Sprachen. Mit dir wird die Wahrheit mit neuer Kraft erklingen. Wenn du ein wahrer Held bist, dann bist du mit uns. Internationales Forum Globale Krise. Wir sind Menschen. Wir wollen leben.